Etliche Politiker in Deutschland fürchten das Beten in der Öffentlichkeit wie der Teufel das Weihwasser. Vor allen Dingen, wenn es geschieht im Zusammenhang mit dem Thema Lebensrecht. Das Thema ist eigentlich nicht ganz neu. Es gab schon Gerichtsurteile von über 10 Jahren und stets haben die Lebensrechtler eigentlich gewonnen. Und zwar, sie konnten immer sagen, ja, wir dürfen beten und wir dürfen beten dort, wo wir das für richtig halten. Ja, sie haben das Recht dazu. Trotzdem versuchen Politiker immer wieder alle Schikanen gegen diese Gruppen. Solche Entscheidungen, solche gerichtliche Entscheidungen haben sich in letzter Zeit gehäuft, weil eine ganze Reihe von solchen Gebetsgruppen entstanden sind. Ja, besonders bekannt sind natürlich 40 Tage für das Leben, aber es gibt auch andere. Und in der Regel wollen sie natürlich vor zum Beispiel einer Beratungsstelle von Pro Familia beten und ein Zeichen für das Lebensrecht setzen. Sie wollen eben auch das Lebensrecht erinnern, was auch im Grundgesetz auch geschützt wird. Ja, also das ist eine Aktion, die völlig im Rahmen der Rechtsordnung, der deutschen Rechtsordnung und des Rechtsstaates stattfindet. Trotzdem flippen manche Politiker damit aus und versuchen diese Gruppen eben ganz weit weg irgendwie zu schicken, wo ein Passant überhaupt keinen Zusammenhang mehr herstellen kann zwischen diesem öffentlichen Beten und das Ziel oder der Sinn des Betens, also die Erinnerung, dass das Lebensrecht in Deutschland geschützt werden soll. So, wie gesagt, solche Urteile gab es in verschiedenen Städten, zuletzt in Frankfurt, aber vor allen Dingen in Pforzheim sind die Schikanen, die man gegen diese Gebetsgruppen anwendet, einfach unglaublich. Es ist wirklich eine richtige staatlich betriebene Verfolgung gegen diese Gebetsgruppe. Das ist einfach unfassbar. Und sie müssen jedes Mal vor Gericht gehen und sie gewinnen jedes Mal. Aber das nutzen immer noch nicht, denn die Stadt Pforzheim verfolgt sie immer noch und versucht ständig, diese Gebete zu verhindern. Ja, sie haben im August, ich habe sogar darüber in einem Video kurz berichtet, sie haben im August einen wichtigen Sieg errungen vor dem Volksgerichtshof in Mannheim. Die haben gesagt, diese Gebete haben völlig recht. Sie können beten dort, wo sie wollen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das war ein ausführliches Urteil und die haben das begründet, dass die ganzen Argumente von Pro Familia oder wer auch immer oder von der Stadt Pforzheim, die sind einfach falsch. Also man kann nicht sagen, dass es eine große Belästigung ist oder und sowas. Die Beter dürfen dort beten. So, und jetzt, als wieder so eine Aktion angefangen hat am 28. September, was hat dann die Stadt Pforzheim gemacht? Die hat wieder denen das verboten. Ja, also das ist einfach unglaublich, obwohl sie ja im Recht waren. Das heißt, was nützen dann überhaupt noch Urteile, wenn die Stadt, ja, wenn die Städte, die Politiker, die gar nicht mehr akzeptieren? Das ist einfach eine unglaubliche Willkür, die hier in Deutschland gegen Gebetsgruppen herrscht. So, aber die haben nicht nachgegeben, sondern sie sind dann zum Verwaltungsgericht Karlsruhe gegangen, ja, nach Karlsruhe. Und was ist dann passiert? Die haben denen wieder Recht gegeben. Die haben gesagt, natürlich haben die Beter das Recht. Ja. Ich habe sogar das Urteil gelesen. Es ist ein Urteil von 18 Seiten. Es wird wirklich im Detail begründet, warum die Beter dort ihr ganzes Recht haben, dort in der Umgebung oder vor Pro Familia zu stehen. Ja, da wird sogar exakt der Ort angegeben, das ist die Parkstraße X1, glaube ich, oder sowas. Also es wird ganz klar gesagt, dort dürfen die auf jeden Fall beten. Jetzt muss natürlich die Stadt Pforzheim das akzeptieren. Also das wäre einfach ein Skandal, ja, dass sie sich so dermaßen erneut über die Justiz hinwegsetzt. Aber das reicht diesen ganzen Politikern nicht, ja. Und die wollen jetzt, dass ein Bundesgesetz kommt, ja, das Bannmeilen festlegt gegen Gebetsgruppen. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat neulich sogar die Bundesfamilienministerin Lisa Paus im Bundestag gesagt. Also ich meine, das ist einfach unfassbar. Wie kann man so eine Angst vor Menschen haben, die nichts anderes tun, als zu beten? Anscheinend wird das Beten, für manche Politiker ist das Beten irgendwie ein Angriff auf die Staatsordnung, auf die öffentliche Ordnung oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, was in den Köpfen von diesen Politikern passiert. Sie sollten da hingehen und vielleicht mitbeten. Ja? Oder die sollten vielleicht in den Intentionen beten gegen die Lebensrechte. Vielleicht sollten diese Politiker auch Gebetsgruppen organisieren und dorthin gehen und beten gegen die Intention
der Gebetsgruppen von 40 Tage für das Leben und die anderen Gebetsgruppen, die inzwischen entstanden sind. Also das Ganze ist wirklich unfassbar. Da können Sie sehen, wie gereizt die Politik in Deutschland ist und dass man eigentlich so vorgeht, mit so solchen Schikanen und mit so einer Willkür vorgeht. Und dass man jetzt versucht, jetzt strebt man außerdem noch eine Bannmeile rund um diese Beratungsstellen zu errichten. Ja, also eine Bannmeile existiert in Deutschland nicht. Die einzige Bannmeile, die in Deutschland existiert, ist rund um den Bundestag. Wenn man sagt, okay, man darf dort, wenn da Proteste sind oder Demonstrationen, die Abgeordneten dürfen nicht unter psychologischen Druck gesetzt werden. Ja, aber das, damit man wirklich große Demonstrationen und so weiter. Und nicht jetzt, wenn ein paar Leute da irgendwie Rosenkranz beten und außerdem noch still. Und nicht mal mit großen Plakaten oder sowas. Also wer mal solche Proteste sich mal angeschaut hat, kann nicht nachvollziehen, wie die Politik auf diese Geschichte reagiert. Das ist einfach unfassbar. In Frankfurt zum Beispiel gab es tatsächlich auch so eine Gebetsgruppe und da hat man eine Gegendemo organisiert. Und die Gegendemo war erstens viel größer, weil natürlich die ganzen Radikalfeministen, die war viel größer und die haben viel mehr Lärm gemacht außerdem. Und mit riesen Plakaten. Das heißt, die haben ja wirklich gestört. Die haben wirklich gestört und die ganze Umgebung, die ganzen Büros, die da waren, die haben sogar zum Teil, einige haben gesagt, was soll das hier, was ist dieser Quatsch. Ja, und die waren dann auf der Seite der Lebensrechte, aber die haben gesagt, ja, die Lebensrechte sind da ganz ruhig und beten da Rosenkranz oder sowas. Und die anderen machen wirklich Lärm, ja, mit Vuvuzelas und was weiß ich was. Und das ist für die Politiker überhaupt kein Problem. Da können Sie sehen, im Grunde genommen, dass diese Neutralität des Staates, ja, immer mehr zerstört wird, wenn es um bestimmte Themen geht, insbesondere um das Thema Lebensrecht. Und da müssen wir wirklich ein Zeichen setzen. Wir müssen ein Zeugnis ablegen und wir müssen sagen, so geht das nicht. Wir haben Rechte und wir sind bereit, diese Rechte zu verteidigen. Vielen Dank.